Zeit da rein zu tun. Oh, mach einer das Licht aus. Licht aus! Looks like we found the right tower. I wonder if these spirits of lost time are here already. Come on, laddie. Let's head on in and see what we can see. Stimmt. Der war ja auch so eine Thematik, noch nicht erklärt bisher. Ist ja auch noch nicht zu Ende erklärt worden, der kleine schwarze Kerl. Das Transportmittel. Ein Kronenkristall. Ich gehe einfach aus, wir müssen weiter hoch. Ja, spricht klar für sich. Ui. Da musst du Vertrauen haben, das Ding muss echt stabil sein. Wie ist das sehr runterklatscht, ey. Ab in die Zahnräder. Türchen. Noch eine der Heldenhilfe. Einfache Waffen. Nebelschwert, Flottendolch, Asterang, Leuchtenstab, Stecheisen, Mega Gringham Peitsche, paar Drachenfürstenklauen, Maxi-Axt herzustellen. Noch ein paar interessante Sachen. Okay. Wie bist du denn? But what are you? I am just what I say I am. And that is all I am. I hope you don't mind us intruding, but we heard there might be a rather special light here in the tower that can... Well, that can bring people back. We've lost someone very special, you see, and, well, we were hoping you might be able to help us. You speak of time sphere. If you were to harness its power, that which you seek might be attained. But to lose time is to lose much. The path you propose to follow is not one to be trodden lightly. To lose time? What do you mean? Time's sphere is the crystallization of all that has taken place in Erdrea since memory began. Each moment gathered by the spirits of lost time, savored, remembered.
the sword to the sphere would be to erase those moments, to return to the time of the last intact memory. If your companion is to be restored to you, time itself must be destroyed. As I say, to lose time is to lose much. So in order to save Veronica, we would need to turn back time. I think I'm beginning to get the picture. We'd need to go back to... Aye. We'd need to go back to before Yggdrasil fell. That way, we could stop Mordiggin before it was too late. That wouldn't just save Veronica. It would save the whole of Erdrea. Think of all the pain and suffering we could prevent. It is possible. All is possible. It may be that returning to that particular fork in the flow of time brings all that you wish and more. But it must be done. I would gladly give up all that has happened since that day for the chance to change it. Alas, to lose time is to lose much. Only one of you may return to that place. The sphere can be broken but once, by a single hand. A hand possessed of a singular power. In this world, only one such power exists. That of the Luminary. I see you. I know you. I knew you the moment you appeared. Only you can break the sphere, and only with the Sword of Light. When it is broken, when the memories are shattered, you will return to the past, and there you will stay. You mean he'll have to live it all again? He can't come back here to us? To lose time is to lose much. This world, this reality, these will be lost to you. And that is not all. The outcome of the sphere's shattering is impossible to foresee. You may be lost forever. Trapped in a corner of time, a half-faded memory. That's awful! Your present, your companions, your life even, all these may be lost to you. Knowing this, are you willing to risk all for the sake of your departed friend? Only you can decide. I will await you before the sphere. Das ist immer eine miese Frage.
I'm sorry, but you simply can't do this. We won't let you. Das Schicksal scheint mir stets jenen zu entreißen, die mir am meisten bedeuten, aber dieses Mal nicht. Erspare es einem müden alten Mann doch mehr Kummer zu erleiden, als er ertragen kann. Ja, wenn ich dich auch noch verliere, dann weiß ich nicht mehr, nicht was ich tun werde. Ja, ist ja okay. Ich würde eh nein sagen. Doch eh nein sagen. Alter, ich hab viel Geld. Also, prinzipiell sind wir jetzt hier umsonst hingelaufen. Das ist schon irgendwie gemein. Ich kann eine Entscheidung machen. Jetzt auch sagen können, was wollt ihr denn schon tun? Ich bin der Lichtbringer, wenn ich zuhaue, jetzt wächst kein Gras mehr. Okay, interessant. Führt woanders lang. Setzen. Ah, eine Kiste. Das ist wichtig. Wunderbar. Und eine Kleinigkeit fehlt irgendwie hier in dem Turm. Es fehlt so eine abschließende Thematik. Zumindest gerade noch. Bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt den Turm verlassen, ob es dann einen Abschluss gibt. Also ein Abschluss von der Thematik hier. Ich finde es an sich, finde es ja okay, dass das jetzt nicht, also hier, das annulliert uns den ganzen Trauer irgendwie. Tatsache ist halt, die Risiken sind einfach zu groß, das muss man auch zugeben. Dagegen kann man nichts sagen. So, irgendwie ist das gerade, das fehlt mir. Das ist gerade irgendwie so, wir können das nicht zulassen. Das ist schön gut, dass ihr das nicht zulassen könnt, aber
sagt doch allgemein, wir entscheiden, nö, wir wollen das nicht. Nicht, dass ihr euch so quasi in den Weg stellt. Das ist das Merkwürdige. Kann ich nicht hoch. So. Wir wollen nach Finnland, da dann rein. Da ist das, da und das Versteck. War dann ein Platz von Fürnland. Gucken wir mal, was hier passiert. Zwei Stück. Quietsche, quietsche. Hey. Eiskristall. So viel Stein, interiorer Stein. Teleportation, dann gehen wir mal ins Wikinger-Versteck. Sehr strange, gerade. Jetzt gehen wir da mal wirklich hoch. We can see you, Mia. Come on out. No, I'm staying here. I'm not going anywhere. The Lord of Shadows is gone, and the world's at peace. So what are you sulking about? I'm not sulking. It's just... The priest told me what happened. I don't remember any of it. But he said I turned into a monster and terrorized the town. He said I even tried to hurt you. You and your friends must hate me for what I did. I'm plenty used to being hated, but still. Hey, what's this? Somebody's dropped a gold coin on the floor. That's the Mia I know. Sitting in the corner feeling sorry for yourself doesn't suit you, kiddo. Oh, you tricked me! Now I feel stupid for worrying you didn't like me any... Why don't you stop worrying about stuff that doesn't matter and start worrying about yourself?
You need to get better. I can't exactly take you on a treasure hunt if you're going to be fainting every 5 minutes. A treasure hunt? Sure. Soon as you've got your strength back, we'll go on a trip round the world on the lookout for loot. Just you and me. What do you say? If it's something you really want to do, I suppose I don't mind keeping you company. Yes! Das ist also irgendwie gerade ein bisschen merkwürdig. Eine Schatzjagd mit Erik, was? Ich davon schon vorher gewusst hätte, wäre ich nie weggelaufen. Sag ihm, dass er mich hier abholen soll, sobald ihr erlegt habt, was auch immer ihr noch erlegen müsst. Und sagt ihm, dass ich mich nicht allzu lange warten lassen soll. Und sagt ihm, dass ich mir auch das Recht rausnehme, mich zuerst zu bedienen, wenn wir Schätze finden. Du gehst ja schon sehr strange ab, Mädel. Steht ihr da immer noch rum? Ja, ihr steht da immer noch rum. So. Jetzt gucken wir nochmal Kettos. Jetzt gehen wir nochmal kurz dahin. Ansonsten würde ich nämlich schon sagen, dass ich das Ganze dann trotzdem beende. Ich will nochmal gucken, ob ich da irgendwas übersehen habe. Aber wirkt, ich habe da nichts mehr gesehen. Ich hätte jetzt wirkt einfach nur Nein gesagt. Das muss ich ja auch sagen. Kann ich nicht eintauchen. Ja, ist ja auch okay. So, jetzt müssen wir den Turm nochmal finden. Da ist der und da ist der. Ach, ich habe eine Idee. Ich habe da eine Idee. Wir fliegen mal dahin zurück. Das ist eine Idee, oder? Mal zurück zur Antiquia. Das wäre jetzt noch eine Idee. Das ist so die eine Idee, die mir jetzt noch einfällt. Haben wir auch kein Dings mehr. Was sagt denn hier? Hat verschiedenes Reisetipps. Eine Info. Was bisher geschah. Mini-Medaillen 62. Liste besiegter Monster. Andere Leistungen. Okay. Was bisher geschah. Okay. War der Zeit. Schließlich finden sie ihn und steigen hinauf, wo sie wieder in ein rätselhaftes Wesen, das über den Fluss der Zeit wacht. Als sie vorhin sich
als die Freundin sie nach dem Licht fragen, dass sie verloren, erzählt sie ihnen von der Zeitung, mit der es möglich ist, Ereignisse der Vergangenheit ungeschehen zu machen. Es könnte also in der Tat möglich sein. Es könnte also in der Tat möglich sein, die Zeit bis zum Sturz des Weltenraums zurückzuholen, um Veronik und all die anderen zu retten, die in den schrecklichen Tag gestorben sind. Doch nur Talons darf diese Reise antreten. Und wenn er es tut, wird er niemals zurückkehren. Wir gucken nochmal bei in der Ecke, wo das theoretische Grab wahrscheinlich ist. Das war ja hier unten, meine ich. Im stillen Gedenken an Veronika, Tochter von Fidelus und Alma, Spross Serenikas und Retterin des Lichtbringers. Dann, ja. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt endgültig. Sag nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein gefallenes Spiel. Ihr hattet Spaß beim Zugucken. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Mal schauen, was es sein wird, abgesehen von dem, was ich gerade noch spiele. Jetzt wollen wir mal schauen, was dann vielleicht Neues kommt. Ich werde zu dem Zeitpunkt definitiv noch Tears spielen. Daher jetzt aber endgültig tschüss und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. Monsters walk the land once more. Andrea is under threat. Are we gonna stand around here all night, or are we gonna take action, huh? I'm game if you are. Let's hit the road, partner.